Willkommen zurück zu einer neuen Folge Piaggiosfera Umbau. Wir legen heute so ein bisschen los. Wir fangen schon mal an, endlich ein bisschen was auseinander zu tüdeln. Ich habe jetzt auch die Farbe, bin ich mir noch nicht einig. Ich habe ein paar schöne Vorschläge gehört, was wir so farbmäßig machen können. Aber wir haben halt so viel, das hat so viel Potenzial. Das ist irre, was wir alles nehmen können. Ich habe ein paar Farben selbst im Kopf gehabt, was wir nehmen können. Guck mal bitte, wir haben ja immer noch, das Gerät ist ja immer noch rosa. Meine Idee war vielleicht, was wir nehmen können, wäre ein schönes Grün. Vielleicht könnten wir Mintgrün nehmen. Wir hätten Braun Metallic, finde ich auch geil, habe ich auch schon gesehen, finde ich gut. Weiß, weiß ich noch nicht, ob wir es machen. Weiß ist auch eine schöne, was auch geil ist, habe ich jetzt auch gesehen. Bordeaux Violett, so ein richtig dunkles Lila, so sag ich mal, weißt du, aber was glänzend ist. Das Schöne ist, wir haben natürlich hier die Weißwandreifen drauf, das passt perfekt. Wie gesagt, der Plan war, den Roller zurechtzumachen und dann zu verkaufen. Aber ich kenne mich und ich werde mich dann wahrscheinlich sehr, sehr schwer davon trennen können. Ob ich ihn behalte, Geld ist natürlich immer toll, kann man immer gebrauchen. Und ich weiß es noch nicht, von daher kann ich echt noch nicht sagen, weil hier die Verkleidung bei dem, das passt einfach wirklich wunderbar. Bei mir gibt es ja hier so ein bisschen Spaltmaße hier. Ich zeige es mir noch mal ganz kurz. Das hier ist alles noch in einwandfreien Zustand. Das ist wirklich irre. Und es ist eigentlich fast zu schade, um das zu verkaufen. Weiß ich noch nicht. Wir machen heute ein bisschen was. Wir schrauben mal die Spiegel ab. Luft habe ich schon drauf gemacht. Vorne, hinten 2,5 Bar. Da war ja das Problem. Da war ja das Problem, dass wir Ventilkäppchen haben wir nicht. Die sind noch nicht drauf, aber ich glaube, ich habe noch vom Fahrrad was da. Können wir mal gucken zusammen. Ich muss nur mal gucken, wie wir das machen hier mit dem Stativ und so. Kameramann hat natürlich wieder heute Urlaub. Ist wie immer. Ich glaube, ich habe hier noch was liegen. Ja, in meiner Fahrradkiste habe ich noch ein paar schöne Ventilkäppchen da. Die können wir schon mal drauf machen. Warte mal. Oh, die glänzen sogar. Das ist richtig. Guck mal hier. Guck mal hier. Das sind richtige. Warte, ich zeig's mal. Schöne Metall. Seht ihr das? Ja, richtig schöne Metallventilkappen. Die machen wir jetzt da drauf. Vorne, hinten. Und dann haben wir das schon mal gemacht heute. So, da wollen wir mal gucken. Die sind abgegangen oder waren überhaupt nie drauf. Weiß ich nicht. So, perfekt. Das sieht doch schon mal wieder geiler aus. Haben wir bis jetzt schon mal hier was erreicht? Jetzt machen wir natürlich, machen wir das hinten auch noch. Schöne Ventilkäppchen drauf, dass es einfach auch vernünftig aussieht. Guck, hier müssen wir auch mal ein bisschen, wie gesagt, der stand nur, ne? Hier ist ein bisschen gefahren, zweimal durch den Staub. Ach nee, das ist das eine andere Ventilkappe? Nee. Muss ich gleich nochmal vergleichen, wenn, dann soll das ja gleich sein. Nee, ist die gleiche. Hat die gleiche schöne Rändlung hier. Das passt perfekt. Das bleibt so. So, jetzt hatten wir ja hier geguckt bei den Spiegeln, die, ja, das Gummi hat sich nicht mit der Farbe vertragen. Das ist bei meinem Blauen nicht der Fall. Hier habe ich noch von dem Schwarzen das zerlegte Dingsbums. Warte. Die machen wir jetzt ab. Das ist einfach. Die haben wir mal gebraucht, gekauft über eBay. Und der Vorbesitzer, dem die gehört haben, hat die schon mal angesprüht mit einer Farbe hier. Das ist aber alles nicht so geil. Das ist natürlich ein originaler Spiegel. Sehr ärgerlich, dass er so versaut ist. Ne? Müssen wir mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich da andere drauf mache. Irgendwelche schönen anderen Spiegel. Das machen wir nochmal ab. Lackieren wir jetzt schön später dann noch, dass wir da was hinkriegen. So, Spiegel haben wir ab. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz natürlich auch noch mal ins Helmfach gucken. Warte mal, ich muss mal die Spiegel hier kurz ablegen. So. Warte mal, erstmal ins Handschuhfach gucken. Handschuhfach geht auf. Ja, okay, ist nichts drinne. Ursprünglich war der mal, Farbaufkleber ist ja nicht mehr drinne. Keine Ahnung, der war, glaube ich, immer so in diesem Grün.
den es von Piaggio gab. Ich habe mir gekauft als grauen Roller für 150 Euro damals mit dem Motor und so. Und weil die Verkleidung halt so schön gepasst hat und alles gut war, habe ich dann später den dann lackiert und habe gesagt, oh geil, das Ding hat Potenzial, da kann man was machen. Ja, jetzt mal ganz kurz ins Helmfach gucken. Warte mal, was da so geht. Da ist noch der Helm drinne. So, mal gucken, nichts mehr. Ach doch, die Papiere noch. Das, wie gesagt, das Ding hat ja komplett Papiere. Mal hier kurz ablegen. So. Ach, die gelbe hätte ich auch mal wieder Bock zu heizen. Machen wir noch. Wir haben ja hier eigentlich auch noch immer noch die Geschichte mit dem, da unten liegen sie drinne. Wir haben immer noch die Geschichte mit dem Sturzbügel. Das muss da noch dran. Weil ich glaube, das wird geil. Ach so, Batterie können wir mal laden. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, wie viel da noch drin ist. So, hier, kleiner Pro-Tipp, immer Backpulver im Haus haben, in der Werkstatt. Weil mit Backpulver kann man unheimlich gut Vergaserdüsen reinigen. So, hier haben wir das Multimeter. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was hier noch an Saft rauskommt. Oh, Basti, mit einer Hand und dann noch filmen und so. Warte. Oh doch, ist noch Saft drinne. Das ist noch ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, das war eine neue Batterie, habe ich mal gekauft. Perfekt. Die laden wir aber trotzdem mal ein bisschen an, dass sie mal wieder in Gang kommt. Ja, Betriebserlaubnis ist da, sehr schön. Die heben wir natürlich auf. Wir wollen den natürlich später im nächsten Jahr noch anmelden. Wir haben sogar das Schild, liegt hier noch, warte, hier so, da liegt das Schild noch. Will ich jetzt nicht die Nummer zeigen. Das können wir dranhängen theoretisch und eigentlich jetzt fahren damit. Wie gesagt, der springt aber nicht an, weil der Vergaser nicht eingestellt ist und weil er ein Dreivierteljahr einfach da stand. Das nächste Problem, was er hat, ist, die Ölpumpe fördert zu viel Öl. Der komplett pfeift da hinten blau raus. Es ist natürlich die Gemischschraube nicht richtig eingestellt und so. Das sind alles so Sachen, da müssen wir nachgucken. Das ist natürlich kein fertiger Roller. Den wollen wir, wie gesagt, erst bauen. Bei meinem habe ich auch hier beim Sitzbezug, steht hier Piaggio drauf. Das wäre eigentlich auch noch geil, wenn wir das machen können. Aber hier, der Sitzbezug ist ja eigentlich noch in gutem Zustand. Ne? Das ist auch schönes Leder hier. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich könnten wir den so lassen. Oder? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Gummis sind hier auch dran. Das ist schon mal sehr schön. Und es schnappt ja auch gut ein. So, dann sitzt das bombenfest. Weiß ich nicht, ob wir die Griffe dran machen, rechts und links hier, weißt du? Habe ich noch diese Originalgriffe, dass man hier das Helmfach schön aufziehen kann. Da müsste man mal gucken, ob wir die machen. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Oder ob wir es so clean lassen. Das weiß ich nicht. Ich möchte euch natürlich gerne auch ein bisschen mitnehmen auf die Reise, dass ihr auch was vorschlagt. Guck mal hier die Fußrasten, das ist alles wunderschön. Das passt perfekt. So, kann man schön heizen. Zu zweit auch. Sind wir auch schon gefahren auf dem Roller. Perfekt. Doch, der hat einen guten Zustand. Wir müssen halt jetzt mal die Verkleidung abnehmen. Und hier habe ich auch mal schon mal einen neuen Hupenknopf installiert. Der war nämlich komplett abgebrochen. Den hatte ich mal neu gekauft, original. Die Schalter hier sind alle noch wirklich im schönen Zustand. Auch das hier kann man so lassen. Vielleicht, na, weiß ich noch nicht. Vielleicht müssen wir es nochmal nachlackieren. Daran müssen wir mal gucken, ob die Beleuchtung noch funktioniert. Der Startknopf, der ist, er müsste doch eigentlich auch juckeln jetzt, oder? Er müsste doch eigentlich auch was machen. Warte mal, wir machen mal ganz kurz die Zündung an. Zündung ist an, Tankanzeige bewegt sich schon. Oh, viel ist nicht mehr drin. Ne, viel ist nicht mehr drin. Und wenn ich ihn jetzt starte, dann läuft er nicht. Pass auf. Hä? Was? Okay, er läuft. Alles klar. Okay, hä? Aber er ist nicht eingestellt. Komisch.
Das ist echt komisch. Boah, jetzt riecht's hier gut. Krieg wieder Ärger mit der Frau, ne? Wieder Moped gestartet im Keller. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der direkt anspringt. Wie gesagt, der stand ein Dreivierteljahr in der Ecke rum. Die Gemischschraube ist noch nicht richtig eingestellt. Jetzt springt das Ding hier an. Irre. Voll geil, hätte ich nicht erwartet. Wir gucken uns das an. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Verkleidung ab und gucken uns den Motor an. Vergaser machen wir trotzdem sauber, dass nachher alles gut ist, weil wir wollen ja dann auch einen schweren Ausritt machen. Das wird geil, habe ich richtig Bock drauf. Und wenn ihr auch mögt, in der nächsten Folge für euch sehen wir uns beim Verkleidung auseinanderbauen. Aber warte mal. Doch, warte mal, ich habe glaube ich noch... Boah, stinkt natürlich alles. Stinkt natürlich alles jetzt nach Abgas hier drin. Ich habe hier noch die Spiegel von der Brixton. Nur mal testweise. Ich will nur mal sehen, ob das funktioniert. Ja, sie passen. Theoretisch könnten wir solche Spiegel nehmen. Warte mal, guck mal, wie das aussieht. Der würde sogar passen. Da müsste man noch einen Stopfen hier finden, obwohl das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, wie das abschließt. Die Spiegel haben natürlich jetzt einen ganz anderen Winkel, ja, als die Originalen. Ne? Die sind jetzt ein bisschen tiefer sitzend. Was eigentlich aber auch gar nicht schlecht ist, oder? Jetzt stell dir das mal mit dem anderen Spiegel vor. Ich glaube, das kann was. Vergleich's mal kurz mit der. Die stehen natürlich ein bisschen anders noch. Warte. Ich muss die immer schräg stellen, sonst komme ich nicht durch die Tür rein. Ein bisschen höher. Und der ist ein bisschen flacher in sich. Ne? Das sieht schon ganz geil aus. Das müssen wir natürlich später nochmal sehen, wenn das fertig ist. Wie das kommt. Spiegel machen wir so ganz zuletzt, würde ich sagen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Verkleidung. Da schrauben wir mal ab, gucken uns den Motor in Ruhe an, machen die Verkleidung rundherum komplett ab, zerlegen das. Das ist natürlich auch doof, weil wir müssen diese Unterwanne hier, die da unten drunter geht, auch lackieren. Da muss die Vorderachse raus, da steckt noch jede Menge Arbeit drin. Da habe ich noch von einem geschlachteten Roller einen Teil, das können wir vielleicht auch noch nehmen. Dass wir schon mal ungefähr gucken, wo die Reise hingehen könnte. In der nächsten Folge machen wir die Verkleidung ab. Bis dahin, schaltet ein, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Macht's gut und tschüss.